Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, gute Nacht zu einem neuen Let's Play von einem Spiel, das ich 150 Millionen Jahre mal spielen wollte. Und die Musik ist furchtbar laut im Hintergrund. Und die Musik ist eigentlich sogar der Grund, warum ich dieses Spiel spielen wollte, hauptsächlich. In dieser epischen Jurassic Park Musik hinten dran, die übrigens von einem deutschen Studio kommt. Ich glaube, Dyna Medien oder sowas war das. Müssen wir mal in die Credits mal gucken. Das Ganze ist keine Parkaufbausimulation, wie ich verstanden habe, sondern eher so Echtzeitstrategiemäßig. Deshalb würde ich mal sagen, Nordvolk, Wüstenreiter, Drachenclan. Ja, das ist irgendwie. Es ist. Wir bauen keinen Park auf und verhätscheln Dinosaurier-Eier und so Zeug, sondern wir missbrauchen sie praktisch als Waffen. Meine Dame, meine Herren, wie kann ich Ihnen helfen? Mr. Babbitt, Ihre Gesellschaft, die SEAS. The Society for the Exact Alternative Sciences, ja? Sie genießt den außergewöhnlichen Ruf, alternative Forschung zu finanzieren und auch unorthodoxe Erkenntnisse zu berücksichtigen. Und wir benötigen Ihre Hilfe. Was wären das für unorthodoxe Erkenntnisse? Ich weiß, es klingt verrückt. Ich habe Schuppen gefunden. Die DNA ist die eines Triceratops. Aber meine Probe war keine 70 Jahre alt. Also jetzt hören Sie mal zu, Sie können mir nichts erzählen. Ich bin Geologe. Sie haben meine Fotos gesehen. Gesteinsschichten aus drei unterschiedlichen Zeitaltern, durcheinander gerührt wie Erdbeerjoghurt. Welche Kraft soll so etwas bewirken? Wenn ich mir diese Anmerkung erlauben darf, Sir. Die astromechanischen Messungen im Rahmen meines letzten Projektes liegen Ihnen vor. Was Ihrer Meinung nach soll ich daraus schließen? Außer, dass es an diesem Punkt im Universum nicht eine Erde gibt, sondern zwei. Offen gestanden, Sir, Sie sind unsere letzte Hoffnung. Wenn wir weiterarbeiten wollen, brauchen wir Ihre Unterstützung. Gut. Wir werden Ihnen ein paar Dinge zeigen, die Sie sicherlich inspirieren werden. Ada, Darling, würdest du dich freundlicherweise um die Herrschaften kümmern? Natürlich, Jarvis, sehr gern. Bitte folgen Sie mir. Was soll dieser Typ mit dieser Motorradjacke? Der passt so überhaupt hier in die Zeit rein. Und dann diese Piratentussen. Und jetzt mal auf meinem Flugzeug. Wir sind doch viktorianisch, dachte ich. Willkommen an Bord, Miss Holmlund, Mr. Bendick, Mr. Cole. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich Ihnen, Miss. Oh, bitte nennen Sie mich Ada. Sie alle. Wir werden viel Zeit miteinander verbringen. Ein sehr gutes Stichwort, Miss Ada. Wo werden wir diese Zeit verbringen und womit, wenn ich mir die Frage erlauben darf? Zunächst werden Sie sich in unserem Trainingscamp auf die Expedition vorbereiten. Könnten wir vielleicht ein paar Details über die Expedition erfahren? Ich möchte Ihnen noch nicht zu viel verraten. Aber so viel kann ich Ihnen sagen. In ungefähr 6 Stunden werden wir unser Zielgebiet erreichen. Dort wird unsere Jumpbox ausgeklinkt und ein wenig später erreichen wir das Camp. Entschuldigen Sie, aber was zum Henker ist eine Jumpbox? Das da drüben. Sie meinen die Kiste? Wenn Sie so wollen. Mir schmeckt das ehrlich gesagt überhaupt nicht. Wissen Sie, ich werde einfach nicht gern in Umzugskisten aus Flugzeugen geschmissen. Wieso nicht, Stina? Keine Lust auf ein bisschen Abenteuer? Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich bin aus beruflichen Gründen hier. Wozu eigentlich dieser gepolsterte Karton? Ich nehme nicht an, dass wir darin Haifische oder so etwas beobachten werden. Ach, wissen Sie, damit kommen wir sicher runter, ohne dass jeder von uns einen Fallschirm benutzen muss. Naja. Ehrlich gesagt,
Mir gefällt die Vorstellung trotzdem nicht. Also wenn Sie mich fragen, ich würde jederzeit mit Ihnen in die Kiste steigen. Willkommen in Viking Park. Na, das ist doch was Feines. Gibt's da zufällig einen Gruppentarif? Willkommen in Viking Park. In diesem Tutorial werden wir Sie mit den Grundlagen der Steuerung vertraut machen. Wieso? Was? Also ist nicht gerade das performanteste Spiel gerade. Sie können Dialoge und Hinweise im Chatlog nachlesen. Bist du das, Cole? Nein, das Sie sind sicherlich erschöpft von der Reise. Ruhen Sie sich erst einmal aus und machen Sie sich mit Ihrer Umgebung vertraut. Darf ich? Wie bewege ich? Die Position der Kamera verändern Sie mit Hilfe der Pfeiltasten. Gut gemacht. Was ist... Wieso ist das so langsam? Wenn Sie das Mausrad nach vorne bewegen, zoomen Sie in das Geschehen hinein und können Ihre Einheiten aus der Nähe betrachten. Diese Blumen sind um einen schnellen Überblick über eine Situation zu bekommen, zoomen Sie heraus, indem Sie das Mausrad nach hinten bewegen. Sehr gut. Ja, gern geschehen. Sie können auch die Kameraposition verschieben, indem Sie die Alt-Taste gedrückt halten, mit der rechten Maustaste auf einen Punkt in der Landschaft klicken und diesen dann zu sich heranziehen. Oh Gottes Willen. Ausgezeichnet. Ja, das war doch lieber so. Aber... Ja. Wie läuft denn die? Muss sie aufs Klo? Wir werden angegriffen! Zu den Waffen! Natürlich. Leider muss Ihre Ruhepause noch warten. Kommen Sie! Ja, ach, und auf einmal haben wir auch Waffen in der Hand. Vor dem vorher noch... Wenn wir A als Variable für Erfolg nehmen... Fragezeichen weisen auf Orte hin, die für die Beendigung einer Aufgabe wichtig sind. Fahren Sie mit der Maus auf das Fragezeichen-Symbol. Ja, ich fahre... Sie erhalten einen Tooltip, der Ihnen genau erklärt, was Sie an dieser Stelle tun müssen. Aufgaben werden automatisch in das Questlog eingetragen, das oben rechts auf dem Bildschirm zu finden ist. Wenn Sie eine Aufgabe erhalten oder erfolgreich beenden, beginnt das Questlog zu blinken. Das geschieht auch, wenn sich eine Aufgabe ändert. Schön. Ich guck mal. Helden dürfen nicht sterben. Seien Sie vorsichtig und passen Sie für Helden auf. Helden dürfen nicht sterben. Was? Toll. Sie haben keine Möglichkeit, die Helden zu heilen. Auch nicht. Oh, das ist so gut. Oh. Schicken Sie die Tralala zur Markierung. Klicken Sie mit der rechten Maus bitte was? Einheiten wählen Sie aus, indem Sie sie entweder mit der linken Maustaste anklicken oder mit gedrückter linker Maustaste einen Auswahlrahmen darum ziehen. Alternativ kann man die Einheiten auch im Army-Controller durch einen Linksklick auswählen. Befehle erteilen Sie mit der rechten Maustaste. Um beispielsweise eine oder mehrere Einheiten zu einem bestimmten Punkt zu schicken, wählen Sie die entsprechenden Einheiten aus und klicken Sie mit der rechten Maustaste an die Stelle, zu der sich die Einheiten bewegen sollen. Wunderbar! Sie sollten Ihnen helfen. Bewegen Sie die Einheiten zu Ada. Gut gemacht. Jetzt kann ich... Ich kann... Ah, weil die Maus rausgeht, deshalb... Ah, das ist ja so ein komischer... Eine kluge. Muss ich halt mit der Pfeiltaste scrollen. Das ist ein komischer Window-Vollbildmodus, wo die Maus rausgeht. Das ist super. Ich freue mich schon. Eine so große Raubkatze habe ich noch nie gesehen. Ich mach das schon. Sie greift die Arbeiter an. Tun Sie was! Er ist gleich tot. Ja, genau. Kämpfe und andere wichtige Ereignisse werden auf der Minimap durch farbige, pulsierende Kreise dargestellt. So erkennen Sie sofort, wo ein Ereignis stattfindet. Durch einen Linksklick in die Minimap
positionieren Sie die Kamera sofort an der gewählten Stelle. Ich möchte mir den Kadaver näher ansehen. Vorher sollten wir die Schäden begutachten, die der Angriff verursacht hat. Na, in Ordnung. Wir kommen mit. Ja, ich gucke auf die Schäden. Wenn Sie einen Gegner besiegen, erhalten Sie dafür eine besondere Ressource. Die Schädel. Ach, je stärker ein Gegner ist, desto mehr Schädel bekommt man für ihn. Mit Ihrer Hilfe kann man Einheiten in eine höhere Stufe befördern. Je höher die Stufe ist, auf die eine Einheit befördert werden soll, umso mehr Schädel muss man dafür aufwenden. Ja, bitte. Was habe ich denn hier? Boah, die Tooltips sind das ich muss hier links unten, da ist meine Maus, drüber fahre, kriege ich Tooltip am rechten Bildschirmrand, das ist ja geil. Angriffen, aggressiver Modus, gehen, nächstes Level dran, ne? Okay, jetzt muss ich da aber wieder weiter. Nächste Aufgabe. Ja. Da lang. Probieren Sie es einfach nochmal aus. Was denn? Mit einem Linksklick oder Auswahlrahmen markieren Sie die Einheiten und mit der rechten Maustaste lassen Sie sie zu Ihrem Ziel laufen. Das Haupthaus ist nur leicht beschädigt. Das können wir selbst reparieren. Sind das Arbeiter? Na, dann hole ich mal feines Werkzeug, hä? Dafür haben wir unsere Leute. Ja. Die notwendigen Ressourcen finden sich hier in der Umgebung. Am besten, Sie werfen ein Auge auf die Arbeiter. Kann ich im Doppelklick alle markieren? Ja. Ah, jetzt habe ich... Aha. Ihnen haben sich einige Arbeiter angeschlossen. Sie können Ressourcen abbauen oder ernten. Zum Beispiel Nahrung von Bärensträuchern. Ach, das Nahrung wird benötigt, um neue Einheiten zu produzieren oder Forschungen zu betreiben. Wählen Sie die Arbeiter aus und schicken Sie sie mit einem Rechtsklick zum Bärenernten. Was gibt? Das ist eine Auswahl. Kann ich nicht irgendwie... Und wie baue ich jetzt neue? Ich meine, das sind meine ganzen Gruppen und Einheiten, ne? Das ist klar. Haupthaus. Sag mal, warum dauert denn das so lange? Effizienz ist gleich Anzahl der Werktätigen mal Menge der Arbeitsleistung. Also brauchen wir mehr Arbeiter. Warum sagst du das nicht gleich? Oh Gott, wieder alle Klischees ausgetan. Wenn Sie weitere Arbeiter benötigen, können Sie diese im Haupthaus produzieren. Das wollte ich gerade tun. Wählen Sie das Haupthaus aus und geben Sie die Produktion von 3 Arbeitern in Auftrag. Hallo, Will, Dreh. Rally Point? Ja, Rally Point habe ich auch. Okay. Arbeiter. So ist es genau richtig. Ja. Haben wir noch Holz? Ja, Holz ist auch eine Ressource, ne? Ja. Arbeiter. Wunderbar. Den bauen wir auch gleich ab. Ja. Kann ich mit 2 Leuten einen Baum abbauen? Ja, scheint zu gehen. Arbeiter. Unsere Steinvorräte leeren sich viel zu schnell. Wir brauchen mehr Rohstoffe. Wir sollten uns aufteilen und nach weiteren Ressourcen suchen. Achso, hier ist kein... Das ist kein Stein. Nein. Das ist nur Styroporkulisse. Das ist... Ressourcen können sich überall auf der Karte befinden. Auf der Minimap sind Steine und Nahrungsquellen durch weiße Quadrate gekennzeichnet. Wald zur Holzproduktion ist grün eingezeichnet. Was ist denn... Oh, das ist alles klein, Leute. Was gibt? Kann ich denn nicht das Holz? Was ist das für ein komisches Gebäude? Wie sieht denn Stein aus? Das ist alles... Ich meine, ich muss es jetzt zurück... Ist das hier Stein? Nein. Ich muss jetzt im Haupthaus zurücktragen. Das könnte jetzt eigentlich nicht so weit weg sein. Was? Das ist der umgefallene Baum? Ich hätte jetzt erwartet, dass hier irgendwie noch, aber das ist nur Futter. Das ist hier mein Quest. Suche nach Steinressourcen. Sollten ihre Helden aufteilen und in verschiedene Richtungen ausschwärmen. Ich habe da eine Idee. Wohl überlegt. Wahrscheinlich muss ich da hinlaufen, damit er das erkennt. Vortreffliche Entscheidung. Nein. Guter Gedanke. Ich meine, das ist... Ja, yeah, also das große Rechteck ist Holz und das kleine ist Futter. Gut, das kann ich soweit sehen. Ausgezeichnete Wahl. Schnappen wir mal hier.
hier hoch? Ach, da ist ein Fragezeichen. Ausgezeichnete Wahl. Gut. Wahrscheinlich müssen wir ein weiteres Haupthaus bauen. Hey, was geht? Ressourcen können sich überall auf der Karte befinden. Auf der Minimap sind Steine und Nahrungsquellen durch weiße Quadrate gekennzeichnet. Wald zur Holzproduktion ist grün eingezeichnet. Okay. Ja, aber ich Platz da! Kommt! Das ist so wie ein Sidequest, aber das ist doch Stein. Auf dem Weg! Ich gehe vor. Also gibt es doch noch Stein hier. Ich schicke ein paar Arbeiter hin. Ja, aber die müssen wahnsinnig weit laufen. Um die Wege der Arbeiter zu verkürzen, kann man Steinmetze und Forsthäuser in der Nähe von Ressourcenquellen errichten. Was gibt? Die Arbeiter bringen die abgebauten Ressourcen dann dorthin und nicht erst zum Haupthaus. Diese Gebäude erhöhen zusätzlich auch die Lagerfläche. Allzeit bereit. Ist das Lager voll, können keine weiteren Ressourcen dieser Kategorie abgebaut werden. Stets bereit. Ausgezeichnete Wahl. Ja? Ja, kann ich mit dem was bauen? Alter, kann ich, hier. Arbeiter ist bereit. Steinmetz. Ja, das ist schon ein bisschen. Wieso, ja? Wieso arbeitet ihr nicht weiter, verdammt? Warte, ach, mein Holz. Ist repariert. Ist mein Holz voll? Sehr gut. Nachdem Sie den Steinmetz fertiggestellt haben, sollten Sie jetzt das Forsthaus bauen. Die schlappen noch da hoch, weil das noch nicht fertig ist. Okay, okay. Das heißt, wir können mal den hier. Forsthaus, Sammelstelle für Holz und Nahrung. Ach, das soll ich hier bauen, oder wie? Gut, dann baue ich das hier. Boah, das ist fett. Ich hätte es ja sinnvollerweise eher da unten immer gebaut. Ach so, ich kann nur die großen Gebäude abbauen. Oder? Nee. Hä, das ist doch alles hier. Das ist doch alles Holz hier. Oder? Das ist kein Baum. Das ist ein Baum. Ne? Nur mal zur Sicherheit. Zur eindeutigen Unterscheidung. Das ist kein Baum. Das ist ein Baum. Gut gemacht. Ja. Sehr gut. Jetzt noch wunderbar. Der? Nein, aber der ermöglicht der Forschung. Quests? Sammle genügend Ressourcen. Was ist genügend? Ach da, 300 Nahrung, 300 Holz, 300 Stein. Das scheint echt zu viel. Ja, da war das Lager wohl voll, das haben die aufgehört. Okay. Na, gut, ich bin ja mal gespannt. Oh, ist das noch? Gut gemacht. Ja, schön. Ausgezeichnet. Wir haben genug Rohstoffe, um alle Gebäude zu reparieren. Tja, dann kümmere ich mich jetzt mal um das Praktische. Was für... Na, alles klar? Arbeiter können beschädigte Gebäude reparieren. Das kostet ebenfalls Ressourcen. Wählen Sie einen Arbeiter aus und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein beschädigtes Gebäude, um es zu reparieren. Ja, diese Kamerasteuerung. Dauert ein bisschen. Gut. Mehr erforschen können wir dann nichts. Das ist ein Tutorial, ne? Das ist noch alles irgendwie gesperrt. Strange. Sehr strange. Huster. Ich habe versucht, das Ganze mit OBS aufzunehmen. So ist es genau richtig. Überhaupt nicht funktioniert hat. Das war immer schwarzes Bild. Jetzt habe ich mein altes Dextree wieder ausgegraben. Arbeit. Gebäude reparieren. Ja, Haupthaus und die Hütte. Ja, bin dabei. Irgendwo untätige Arbeiter. Ich sehe hier vier und da oben sind nochmal. Da oben sind die Treffen Stein. Ja, die sind wahrscheinlich auch gleich arbeitslos. Aber kann ich beim Steinmetz sozusagen was erforschen? Nein, das ist nicht.
Exit Tutorial. Ja, bitte. Ja, bitte. Sehr gut. Treffliche Entscheidung. Arbeit, Arbeit. Es sind noch nicht alle Gebäude repariert. Du. Was geht? Der ist ja. Den habe ich erst gebaut. Das ist okay. Achso. Ja, er ist noch dran. Moment, keinen Stress. Ja, die sind schon wieder arbeitslos. Oh Mann. Kann ich nicht ein Lager bauen oder irgendwas? Ja, ist erst noch nicht freigeschaltet, ne? Ärgerlich. Bau schneller. Ich habe überhaupt nicht auf die Uhr geschaut. Gut gemacht. Ich würde mal sagen, wir machen mal das Tutorial als erste Aufnahme. Ihr Held ist im Kampf besiegt worden. Sie können ihn jederzeit gegen eine bestimmte Menge Rohstoffe wieder anwerben, solange sie Zugriff auf eine Taverne haben. Das ist praktisch wie der Tempel bei Warcraft 3. Okay, gut. Gut, okay. Ich dachte, sie darf nicht sterben. Das war ja die Aussage, war nicht so ganz korrekt. Hat sie gerade... Was gibt's? Kämpft die an? Das Stina Holmlund. Nächste Aufgabe. Anthony Cole, ja, das klingt ja wirklich... ernsthaft? Ich bin dabei. Mit einer Peitsche gekämpft? Das ist ja die geile Waffe. Nicht. Was für ein Spaß! Kommt der jetzt dann wieder gleich hier raus? Ich bin gut erholt und fit wie ein Turnschuh. Lasst uns weitermachen. Okay. Was hast du vor? Ich bin total platt. Andras Benedikt. Mir war nicht klar, dass Wissenschaft körperlich so anstrengend sein kann. Leider ist Ihre Ausbildung noch nicht beendet. Sie sollten mehr Aufgaben delegieren. Besorgen Sie sich weitere Leute, die Sie unterstützen. Ja. Um bessere Kampfeinheiten produzieren zu können, müssen wir erst das Dorf weiter ausbauen, um anschließend Forschung betreiben zu können. Was geht? Wohnhäuser erhöhen das Einheitenlimit. Ist das Limit ausgeschöpft, können keine weiteren Einheiten produziert werden. Sie können Gebäude drehen, bevor sie platziert werden. Wählen Sie einen Ihrer Arbeiter aus und dann ein Gebäude aus seinem Baumenü. Halten Sie dann die Shift-Taste gedrückt. Jetzt können Sie das Gebäude mit Hilfe der Maus drehen. Wenn Sie die Taste wieder loslassen, bleibt das Gebäude in der zuletzt gewählten Position. Ob Sie das Gebäude in dieser Position tatsächlich an der gewünschten Stelle platzieren können, erkennen Sie erst, wenn Sie die Shift-Taste loslassen. Das Drehen kann Laufwege verkürzen und erlaubt es unter Umständen, ein Gebäude auch dann zu platzieren, wenn es in der Standardausrichtung nicht passen würde. Schön. Arbeit? Steinmetz. Ich meine. Die Lager wird die Katastrophe. Ich probiere nochmal. Bau nochmal so ein Steinmetz dahin. Darf ich mal? Nein, ich darf nicht. Nein, darf ich nicht. Okay. Sie brauchen mehr Wohnhäuser. Sonst können Sie keine Einheiten bauen. Was geht? Wir brauchen mehr Wohnhäuser. So, das können wir ein bisschen drehen. Dann fahren die wieder Platz. Was geht? Kann ich da parallel bauen? Oh, das ist so ätzend mit
Wie soll ich den bauen? Weiß ich gar nicht. Gut gemacht. Okay, mehr brauche ich nicht. Quest. Ja, okay. Um neue Gebäude und mächtigere Einheiten bauen zu können, müssen Sie zunächst Epoche 2 erforschen. Wählen Sie dafür das Haupthaus aus und klicken Sie auf den Button für Epoche 2. Mhm. Bisschen wie Empire Earth. So ein wilder Mix hier. Habe ich jetzt... Ah, jetzt habe ich ja wieder mehr Dingens. Jetzt arbeiten die eigentlich noch weiter. Arbeit? Arbeit? Aber weil ich jetzt ein Haus gebaut hatte oder warum? Nee, weil ich... Ja doch, ja, weil ich ein Haus gebaut habe und Ressourcen verbraucht habe. Nicht, dass es wieder gespeichert wird. Ist ja schon mal gut, dass sie ihre bisherige Arbeit wenigstens beibehalten. Was ist jetzt hier noch? Geht's los? Hülle reparieren. Die Einheiten. Brauchen Sie zwei zusätzliche Hütten? Hab ich. Achso, ich muss warten, bis die Epoche 2 fertig ist. Okay, gut. Guckst du mir die Grafikpracht dieser Gebäude an? Ausgezeichnet. Mehr gut, mehr Lagerplatz kriegen wir natürlich nicht. Fußtruppen werden in der Kaserne produziert. Im Laufe des Spiels werden sie jedoch auch Gebäude errichten, die andere Kampfeinheiten produzieren können. Vorläufig genügt ihnen jedoch die Kaserne. Schön. Geht's Arbeit? Dann, ich habe einen 1F29, ich möchte mal arbeiten. Das geht ja relativ fix. Arbeiter ist bereit. Was geht? Wir schicken dich mal kurz zum Holzhackhöhen. Arbeiter ist bereit. Gibt's Arbeit? Ich darf hier hoch. Kaserne. Was ist denn das für ein Ding? Ist das Wolverine oder was? Gott, das ist alles weiter auseinander gezogen. Ach, die geben sie Boni. Ada Lovin. Alle Einheiten können schneller gebaut werden. Nordfolk erhält Killerwüstenreiter. Erhalten. Was? Nordfolk erhält Killerwüstenreiter? Bauen Sie eine Kaserne. Ja, ich baue ja schon die Kaserne ab. So ist es genau richtig. Jede Einheit ist im Kampf gegen einen bestimmten Gegnertypus besonders effektiv. Speerwerferinnen sind beispielsweise besonders stark, wenn sie gegen Tiere oder berittene Gegner eingesetzt werden. Bauen Sie jetzt 4 Speerwerferinnen. Alle Objekte, die ausgewählt werden können, verfügen auch über einen Tooltip. Dieser wird in dem kleinen Fenster rechts über der Minimap angezeigt, wenn Sie mit der Maus auf das Objekt zeigen. Dort wird in kompakter Form alles Wissenswerte zu einer Einheit oder einem Gebäude angezeigt. Wählt man das Objekt aus, erhält man in dem Infofenster unten links ausführliche Informationen, beispielsweise die genauen Kampfwerte. Sehr gut. Okay, gut, ja. Ich kann so viele dieser Katzen hier töten, es gibt immer noch mehr. Es muss irgendwo einen Bau geben, in dem sie ihre Jungen großziehen. Wo ist denn noch eine? Was gibt's? Na komm, den heben wir aus. Wie bereits erwähnt, ist jede Einheit gegen bestimmte Gegner besonders effektiv.
Umgekehrt haben sie aber auch Schwächen gegen manche Gegner. Speerwerferinnen eignen sich hervorragend, um gegen Tiere oder berittene Einheiten vorzugehen, sind aber schlecht im Kampf gegen Fußtruppen, Fahrzeuge und Gebäude. Sie können alle Einheiten einer bestimmten Art auf einmal selektieren, indem sie auf eine Einheit doppelklicken. Der Army-Controller auf der linken Bildschirmseite bietet eine schnelle Übersicht über alle Einheiten in ihrem Besitz. Mit der Tabulator-Taste oder durch einen Klick auf den Epochenbalken kann man den Army-Controller auf- und zuklappen. Aufgeklappt sehen Sie alle Einheiten, zugeklappt nur diejenigen, die sich im Kampf befinden oder ohne Beschäftigung sind. Mit einem Klick auf eine Einheit oder durch Aufziehen eines Auswahlrahmens kann man auch im Army-Controller Einheiten oder Gruppen auswählen. Gibt's Arbeit? Ja, ich kann mit dem Zzzz hier hinten dran, da kann man fast, wahrscheinlich fast nicht lesen. Der pennt, das heißt, der hat nichts zu tun. Okay, die Gruppen kann ich da auch machen, oder? Ich höre. Ja, geht genau wie immer. Was wollte er? Suche nach dem Nest. Ja, okay. Gut, nein. Unterwegs. Tür ist auf. Okay. Suche nach dem Nest. Nahrung kann man nicht nur an Land finden. Mit Fischerbooten können sie Fischgründe abernten. Das Fischerboot liefert die gefangene Nahrung dann am nächstgelegenen Hafen ab. Oh. Warum ist so klappt mein Fischerboot? Ja. Und jetzt soll ich bin da unterwegs. Hoch? Soll ich da hoch? Das Fischerboot ist gebaut. Wahrscheinlich soll ich eher da hoch. Ja, ja, ja. Suchen Sie das Nest. Sonst ist das Dorf nicht sicher. Ja, ja. Ja, ja, ja. Nee, ne? Da? Die Spuren führen direkt auf den kleinen Hügel zu. Haltet eure Waffen bereit. Was ist? Auf sie! Sching. Nicht alle Tiere reagieren gleich. Es gibt aggressive Tiere, die sofort angreifen, wenn man in ihre Nähe kommt. Und friedliche Tiere, die vor einem Kampf davonlaufen. Neutrale Tiere greifen zwar nicht an, wehren sich aber, wenn sie angegriffen werden. Die meisten Tiere leben in Herden und helfen sich gegenseitig bei Gefahr. Jungtiere schlüpfen aus Nestern. Diese müssen zerstört werden, um zu verhindern, dass weitere Tiere nachwachsen. Wenn sie genug Schädel dafür haben, können sie Einheiten befördern. Klicken Sie dafür einfach auf den entsprechenden Button im Aktionsmenü. Man kann auch eine Einheit im Army-Controller mit gedrückter linker Maustaste in die nächste Stufe ziehen. Helden erhalten durch Beförderung Spezialfähigkeiten. So, jetzt nur noch die Trophäen über den Kamin hängen und fertig. Gratuliere! Das muss gefeiert werden. Wer von euch kann am besten häuten und ausnehmen? Okay, und jetzt? Bin unterwegs! Soll ich da irgendwie was einen Zahn rausziehen, oder? Nee. Kann ich bin nicht? Bin unterwegs! Hä? Such nach dem Nest. Befördern von Einheiten. Selten drücken Sie Beförderungsbutton. Ach Gott. Ach, das muss ich selber machen. Der Maus hat die gewünschte Stufe. Sind das die Stufen? Ach, wenn die so einen Pfeil haben, dann kann ich sie hochziehen. Was gibt's? Aha. Das ist ja lustig. Nächste Aufgabe. Ach so, ach, und dann verbraucht das Schiff. Jetzt ist die Frage, warum sollte ich ihn arbeiten? Ich höre. Macht das Sinn? Nee, ne? Nee, macht nicht Sinn. Gibt's Arbeit? Nee. Arbeit? Ja, bin unterwegs. Ist doch immer noch. Okay, habe ich getan? Was ist? Bin unterwegs. Jetzt muss ich jetzt irgendwo zurück? Ja, ich muss. Bin unterwegs.
Okay. Ich hätte es auch hier wahrscheinlich hier befördern können, ne? Ja, wahrscheinlich ist es auch im Gang. Aha. Darf man nicht vergessen, ne? Das geht automatisch. Warum nutzen wir die Tiere nicht für unsere Zwecke? Willst du diese Schoßtiger züchten? Klingt ziemlich gefährlich. Ich dachte, sie lieben das Risiko. Ich halte Stinas Idee für ausgezeichnet. In einer Tierfarm können Tierkampfeinheiten gebaut werden. Diese gibt es in verschiedenen Stufen und Stärken. Megaloceros, Riesenhirsche, sind beispielsweise leichte Speereinheiten. In späteren Epochen kann man auch große Tiere wie Mammuts, Wollnashörner oder sogar Triceratops bauen. Gut, dann bauen wir unsere kleine Farm. Was gibt? Wo sind wir denn? Wir sind da. Was gibt? Okay, die haben, glaube ich, eine Arbeit. Ich hoffe mal. Wieder warten, bis es hingebaut ist. Oh Mann. Das dauert alles. Ja, zum Glück bauen die relativ schnell. Boah, dieses Teil geht ganz schön lange. Ich würde sagen, wir werden demnächst mal gucken, ob wir jetzt irgendwie mal loslegen mit der Kampagne. Gut gemacht. Einige Einheiten wie der Streitwagen oder der Rhino-Transporter können zusätzlich Fußtruppen einladen und mitnehmen. Diese sind im Transporter besonders gut geschützt. Außerdem ist ein Streitwagen wesentlich schneller als eine Infanterieeinheit. So ist es genau richtig. Hui. Hallo? Bauen Sie einen Bogenschützen und laden Sie ihn auf den Streitwagen. Und wo kann ich den Bogenschützen? Ach so, hä? Vorher waren das Speerwerfer. Okay, gut. Fernkämpfer, die Sie in einem Streitwagen oder Rhino-Transporter platzieren, können auch von dort auf Gegner schießen. Haltet den Dieb! Haltet den Dieb! Der gehört mir. Nehmt besser den Streitwagen. Oder war das irgendwie ein Horn, um Verstärkung zu holen? Beeilen Sie sich. Ihnen bleibt nicht mehr viel Zeit. Ich bin mittendran. So. Zack, fertig. Poing. Wieso ist der, steht da rechts und ist alleine draußen?
Es scheint, als hätten wir das Diebeslager. Ein Späher hat die verschwundenen Gegenstände auf einer der Nachbarinseln entdeckt. Die holen wir uns schön zurück und die bösen Buben knöpfen wir uns auch gleich vor. Wir sollten unsere Truppen mitnehmen. Wer weiß, was uns auf der Insel erwartet. Artefakte können von jeder Einheit aufgenommen werden. Aber jede Einheit kann nur ein Artefakt tragen. Wenn die Einheit getötet wird, fällt das Artefakt zu Boden und kann von einer anderen Einheit aufgenommen werden. Es bietet sich daher an, Artefakte von besonders starken Einheiten aufheben zu lassen. Moment. Bin unterwegs! Ich glaube, aber kann ich das... Kann ich? Ja, ich kann. Spielname. Genau, Spielname ist super. So. Haben wir jetzt gespeichert? Tatsache. Und dann würde ich nämlich sagen, machen wir dem Tutorial das nächste Mal weiter, weil ich glaube, das dauert noch ein bisschen, weil wahrscheinlich müssen wir jetzt über die noch Schiffe bauen, über die Meere setzen und die Artefakte angreifen, kämpfen, Gruppenformation, was weiß ich noch alles kommt. Und das würde ich sagen, kommt in der Sie haben Folge. Zu wenig Kampfeinheiten, um das Camp zu verlassen. Ja, so fängt's an. Deswegen würde ich sagen, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.